Platz 54 in den deutschen Top 100 Media Control Charts postet Ex-Dschungelstar Marco Angelini stolz auf Facebook. Sogar seine Camp-Kollegen informiert er netterweise über ihre Platzierung. Resümee: Marco Platz 54, Michael Wendler Platz 55 und Gabby keine Platzierung in den Top 100. Da freut sich aber einer. Schaut doch mal, wer da gestern für uns gesungen hat, postet Ex-DSDS-Star Juliette Schoppmann von der Langnese-Party in den Dolomiten. Der Thomas, der anders, schreibt ein Fan. Urbane Cowboys trinken keine Milch. Deswegen haben sich die Jungs von The Bossos einfach ein eigenes Bier gebraut. Trommelwirbel, tada, The Bossos Beer. Und der Slogan Don't Worry, Beer Happy verspricht viel. Pietro Lombardi macht auf Justin Bieber und beweist damit mal wieder Gesangstalent. Über 5600 seiner Fans sind begeistert. Zweifach-Papa Matthias Schweighöfer meldet sich mit diesen Worten an seine Fans. Wenn einem so etwas Schönes geschieht und man dann all diese wunderbaren Wünsche und Nachrichten von euch bekommt, dann ist Danke eigentlich ein viel zu kleines Wort. Es ist schön, mit euch durchs Leben zu gehen. Danke für das alles. Ebenfalls Danke sagen Isabel Horn und Felix von Jascherow für die Unterstützung ihrer Fans. Gestern fiel am Set die letzte Klappe für das beliebte Soap-Paar bei GZSZ. Und damit bis zum nächsten Update.